Tractor online. Sensors online. Weapons online. All systems online. Moinsen und hallo Leute, seid's mir begrüßt. Willkommen bei Sex Games and Rock and Roll. Heute bin ich unterwegs im Counter-Strike 4X und ich habe es mir persönlich zum Auftrag gemacht, ja, so diese Retro-Schiene, wie ja auch schon angekündigt, mit der Gauss Rifle ein bisschen fortzuführen und bin jetzt dementsprechend unterwegs mit einem Dual Gauss Sniper. Ganz einfach, ganz cool, ganz nice mit Advanced Zoom natürlich ausgestattet. Die Geschwindigkeit, ja, die macht einem Soulback eigentlich schon alle Ehre. Leider Gottes, aber das ist jetzt nun mal so. Dafür hat er keine XL-Engine verbaut, was ihn so ein bisschen weniger explosiv macht, sollte er tatsächlich in den Nahkampf geraten. Und das ist für mich persönlich immer eine sehr wichtige Geschichte. Da verzichte ich tatsächlich auch mal gerne auch ein bisschen auf Geschwindigkeit und arbeite einfach so mit diesem Bild, mit der Bewaffnung. Was in der Regel normalerweise sehr gut funktionieren sollte. Als ein bisschen Feuerunterstützung habe ich zwei Medium-Laser drinne. Aber grundlegend habe ich mit diesen zwei Gauss-Rifeln einfach einen perfekten 30-Damage-Sniper. 30-Schadenspunkte-Sniper. Das ist ja immer das, wo viele nachsuchen. Oder im letzten Video ja schon gesagt, nach dem 40er-Alpha. Aber derzeit gehen ja halt viele auf den 30er-Alpha mit Dual-PPC und einer AC-10. Und hier ist es wesentlich einfacher mit. Man hat, finde ich, ein wesentlich cooleres Geschoss am Start. Und kühler vor allem. Und es ist halt relativ einfach und im Nahkampf sogar noch wunderbar effektiv, ohne dass man auf die Extended Range Variante wechseln müsste und dabei dann mehr Hitze hat oder so ein Mist. Es läuft halt einfach und das finde ich doch schon wirklich sehr cool an der Kiste. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da gleich vielleicht ein bisschen runtersnipen kann. Oh, da kommen immer mehr Gegner. Was man hier im Auge behalten muss, was ganz wichtig ist, sind natürlich zum einen diese mega krassen Ruckler. Das sollte man nie außer Acht lassen. Und zum anderen sitzen die Arme bei dem Kollegen halt natürlich ein bisschen tiefer als zum Beispiel die von einem Jagermech. Ah, du Rüpel! Ja, fast schon die ACC weggenommen. Ui, gut, dass ich einfach rückwärts laufe. Alter, der leuchtet ja schön. Na klar, jetzt kommt er hin, was an hier laufen, ne? Ding Atlas. Ah, der wird jetzt erstmal angegaust, Rifle. Na komm, 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 und boom! Ja, zumindest noch mal einen Treffer reingedrückt, das ist jetzt schon mal ganz nice. 90 Schuss habe ich insgesamt, also 45 mal abdrücken, ergo 9 Tonnen Munition. Ich glaube, ich laufe mal ein bisschen meinem Team hinterher. Weil der Feind hier unten ja wirklich massiv hockt, da kann ich mich, glaube ich, nicht so mit messen, sollte es ein bisschen in die konkreteren Schlachten gehen. Da seht ihr, das ist das, wenn die Arme zu tief hängen und man nicht darauf achtet. Dann geht der Schuss halt auch einfach mal in den Boden rein. New Target acquired. Na komm. Nein! Und jetzt ruckelt's. Fuck, 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 fuck. Oh, das ist natürlich scheiße für Snipen. So, ein Rumgeruckelte. Und jetzt bin ich hier immer noch in dem Anzug. Ich bleib an der Kiste hängen. Shit, dafür geht mir gleich das Bein flöten. Ah, zumindest ihn konnte ich jetzt nochmal eben halbwegs ein bisschen ankratzen. Shit, das war voll daneben. Fuck, jetzt falle ich auch noch in die Lava. Ey, was mache ich hier denn? Ich bin mir schon so ein bisschen eher gerade Müll zusammen. Los, raus da, Alter. Jetzt kommt er hier nicht über diese beschissene Kante und bleibt in der Lava hängen? Ich glaub's ja nicht. Auch wenn nicht so die größte Engine drin ist, er sollte zumindest genug Kraft aufbringen können, um nicht in der Lava hängen zu bleiben. Komm, komm, komm. Gauss, Gauss, Gauss. Ja, immerhin schon mal etwas hier. Ein bisschen von der Seite den Arm weggenommen. Dieses olle Rumgeruckel, das ist unfassbar unerhört. Eieieiei. Gut, raus hier. Das ist schon mal echt gut. Das Gute ist hier, auch hier mit Heat Level Critical oder so. Gauss Rifle kann ich ja zumindest trotzdem benutzen. Haha. Was kämpft denn da hinten? Ein Shadowhawk kämpft gegen den Thunderbolt. Den unterstütze ich jetzt trotzdem. Oh, Alter. Unser Team sieht nicht sonderlich gut aus, ey. 2-7. Ja, das wird einen schrecklichen Ausgang geben. Ach, echt jetzt? Alter.
So, zumindest er ist hinüber. Da hinten ist jetzt noch ein Highlander. Oh, und da ist noch was wesentlich Größeres. Zikada. Ja gut, wesentlich größer. Irgendwie doch. Oh ja, jetzt ruckelt's wieder. No! Fuck, 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 fuck you! Scheiße, das ist doch die schlimmste Situation, die man sich für sowas vorstellen kann. Ach, scheiße auf die Metalls. Na, warte. Ah, zumindest ihn noch kaputt geschossen. Jawohl. Oh, sie kuscheln. Ich kenne jetzt gar nicht da raus, ey. Verdammt. Aber gut. Insgesamt betrachtet ist jetzt nicht so wirklich super perfekt gelaufen oder so, aber das liegt halt immer noch an diesem ollen Geruckle. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe auch im Moment echt leider nicht so viel Bock, Videos irgendwie mehrfach versuchen aufzunehmen oder so. Das zieht sich jetzt, wie bei dem Hunchback-Video erwähnt, tatsächlich über Stunden hin, bis dann wirklich mal was richtig Cooles rauskommt. 2 Extended Range PPCs, wie, was für eine Geschwindigkeit der wohl hat, ey. Na, auf jeden Fall, derzeit, also ich hoffe echt schwer auf Dienstag, dass es dann besser wird, weil so lässt es sich einfach nicht spielen. Es macht nicht mehr viel Spaß mit diesem Bug, vor allem das Aufnehmen ist ja so die allergrößte Herausforderung, die man sich so vorstellen kann. Ich werde also erstmal, es kann sein, dass meine Videos derzeit dann qualitativ ein bisschen abnehmen, weil ich mich dann mit auch mal schlechteren Ergebnissen zufrieden gebe, wie es im Moment halt der Fall ist. Entschuldigung, bisschen Schluck auf. Und kann auch sein, dass vielleicht dann einfach mal kein Video rauskommt, weil es nicht irgendwie so sonderlich gut klappt oder so. Was einfach ja dann schlicht und ergreifend daran liegt, dass hier der ganze Mist wirklich so schlimm, penetrant mich ärgert. Ach, da vergeht einem halt einfach irgendwann die Laune. Ihr könnt es ja alle nachvollziehen, hoffe ich auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall zumindest relativ gut präsentiert, einmal so ein bisschen, wie man mit so einem Sniper arbeiten kann, mit Dual Gauss Rifle. Und dass der auch im Nahkampf wirklich sehr gut funktioniert. Hier, die Stats, die sprechen ja eigentlich für sich. Der Schaden, der da rauskam, ist schon ordentlich. 3 Kills, 1 Assist. Ich meine, klar, ein bisschen war es auch hier und da abgestorben oder so, aber es funktioniert halt einfach wunderbar. Also, mein Fazit einfach, nehmt mehr Gauss Rifles. Haut weg.